Ihr Kinderlein kommet, oh kommet doch all. Da gibt's auf die Fresse mit riesigem Knall. Hört mich an, ihr Lappen! Der Winter muss enden. Oder wir sind verdammt. Also macht mal was. Springt, hüpft, irgendwas. Willkommen zurück zu RimWorld. Es wird schon, ne? Es wird schon. Es wird schon. Wir forschen. Wir forschen. Eigentlich können wir ja die Rüstungen sogar schon bauen, ne? Müssen sie nur noch zusammenzimmern. Und dazu, glaube ich, fehlt es uns an Stahl. 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 Hol mal Stahl. Geh mal Stahl holen. Ich glaube, dazu fehlt es uns auch noch immer an einem gescheiten Bergbauer. Aber naja, man kann nicht alles haben. Oh Gott, Standard. Lappen. Hand des Lappen Standard. Dies ist ein Bruch der Lappenschen Konvention. Es werden keine Leichen ausgegraben, junger Mann. Lassen Sie das. Und herlassen Sie das tunlichst. Verdammt. Jetzt kotzt er. Naja, wenn der die Leute immer so beruhigt, ne, dann will ich auch... Gott. Schmeiß sie mal schnell in den... Nee, schmeiß sie nicht in den Knast. Das ist schlimmer, glaube ich. Ja, lass die Leichen ausgraben, wenn er meint. Oh, nee. Nicht Onkel Grant. Wieso immer Onkel Grant? Warum immer der Grant? Lass sie doch mal in Ruhe. Lass sie doch mal ruhen. Himmel, Herrgott. Kann dir mal wieder jemand wegbringen, bitte? Una, danke. Wo schmeißt du den jetzt hin? Ach, schmeiß ihn weg, ja. Hast du ja recht. Hau ihn da auf den... Ja, hau ihn da rein. Komm, passt schon. Weg. Weg, weg, weg. Na gut. Na gut. Sehr fürchterlich hier. Wenigstens hat er sich beruhigt jetzt. So. Jetzt schauen wir mal. Weil schon gefragt wurde, warum bauen wir jetzt noch keinen Mülldingsbums? Ja, jetzt halt bauen wir das noch nicht. Kommt noch. Wir bauen noch das Mülllager, aber ich möchte jetzt erstmal den Stahl... Wir haben ja keinen Stahl, Leute. Schaut mal, wir haben kaum Stahl. Das ist unser Stahlvorrat gerade. Und ich möchte diese verdammten Dings wegbekommen. Was kostet eine Klimaanlage? Richtig, Stahl. Das heißt, nein. Nein. Keine Müllverarbeitung, kein Mülllager jetzt erstmal. Später. Wir müssen jetzt erstmal gucken, dass wir diese verdammten Dingers da bekommen. Diese Schutzkleidung. Wir brauchen die Schutzkleidung, Leute. Ohne Schutzkleidung geht hier nichts mehr. Dazu müsste aber unser großer Lappen mal nach draußen gehen. Seinen adligen Arsch in die Kälte befördern. Halleluja, hat's gemacht. So, der Gefangene Price. Ja, das ist ja easy. Das ist ja easy. Ehre plus 3? Ehrlich? Ehre plus 3? Hm. Ja, ja. Das ist ja... Das ist ja okay, ne? Ja, wir könnten das hier machen, aber nö, wir holen uns die Erde. Wir holen uns die Erde mit dem Lappen. Ja. Hilft ja alles nichts.
Was muss, das muss. Wir haben jetzt erstmal für den Preis gar keinen Dings, ne? Aber das macht ja nichts. Den hauen wir jetzt einfach in dieses Gefängnis hier rein und dann bauen wir dem ein Bettchen neues. Wir haben ja noch kein richtiges Gefängnis. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Muss noch kommen, muss man holen. Saka, fangen den Typen erstmal ein. So. Und ich meine, wir können mit ihm üben, ne? In 5,9 Tagen. Obwohl, ich glaube, wir sollten nicht mit ihm üben. Keine Interaktion, wir machen nichts mit dem. Mir zu gefährlich. So. Ja, es hilft ja nichts. Wir müssen warten. Wir müssen warten, warten, warten. Bis das hier läuft mit dem Stahl. Und sobald das läuft, können wir auch richtig loslegen. Okay. Das Rüdli kommt. Es ist das schlimmste Schneehasenrudel, das man sich vorstellen kann. Okay, wir sollten das trotzdem nicht auf die leichte Schulter nehmen, ne? Wir müssen schon ein bisschen aufpassen. Oh, der Barracuda hat es gerade noch nach draußen geschafft. So. Ich gehe mal fest davon aus, dass sie irgendwann von selbst hier hinkommen. Zumindest hoffe ich das, sonst wird es irgendwie peinlich. Ne? Naja. Die haben nicht so Interesse dran, wie es scheint. Naja, gut. Ah, obwohl doch, jetzt. Jetzt kommen sie rüber. Ja, komm, wir machen mal einen kleinen Bait. Una, du baitest die mal bitte. Du chebaitest die. Baitet. Chebaitet. So, lass sie kommen. Oh Gott. Rein. So. Und jetzt versammeln wir den Lappentrupp. Ah, Bobby nicht. Bobby, lass mal schlafen. Komm, der hat's verdient, der Mann. So fleißig. So, können wir noch jemanden chipbaden? Ja, wir müssen noch weiter chipbaden. Una, geh nochmal. Oh, 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 nee, die kommen von selbst. Warte, warte, warte. Die kommen von selbst. Schau her. Flops. Bam, 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 bam. Da sind aber noch welche. Jetzt müssen wir baiten. Mach den Baity. Und die kommen jetzt auch durch. Ne? Ach, das heißt eigentlich. Komm. Lass sie doch alle erledigen. Wir schießen die kaputt. Bams. Schicken wir den schon mal rein. Den Diddle können wir auch reinschicken, ne? So, den Rest knallen wir ab. Das ist eine fette Hasenjagd. Papau! Papau! Heute gibt's Hasenbraten! Papau! Haben wir jetzt alle? Jo, ich glaube, das war's. Wunderbar. Easy. Very, very easy. Gut. Ja, ein bisschen was zu essen bleibt auch noch übrig. Das ist ja wunderbar. Hör mal. So, Wurm und das Versteck. Der Cage. Er ist aber nicht der Nikolas, deswegen mag ich den nicht. Er ist nicht schlecht. Ist nicht schlecht, ist nicht schlecht. Aber auch leider nicht gut genug. Richards Diggy Diggy Hole Digging Parker. Lass mich raten. This Parker grants the user the Prospect Minerals Ability. Oh, nice. Aber nein.
Nein. Wir können jetzt aktuell einfach nicht rausgehen. Das ist leider nicht möglich. Wir haben zu tun. Wir haben sehr, sehr viel zu tun. Müssen die mal jagen hier. Warte. Die noch leben, die müssen wir umbringen. Holz haben wir genug. Jawohl. Fallen können wieder aufgebaut werden. Sehr schön. Und der Lappen geht jetzt hoffentlich in den... Ja, sehr lüb... Er hat einmal draufgehauen, ich schwör's. Lass uns hier nochmal eine Tür reinsetzen. So ein bisschen näher. Ich glaube, das schadet nicht. Oh, guck mal, hier ist auch noch einer. Ist auch noch so ein kleines Häschen, ne? Jawohl. So. Hä? Was ist hier los, Bobby? Oh, Bobby hat noch einen Hasen gefunden. Ja, Mensch, Bobby. Und dann läufst du weg. Ach, Bobby. Brav. Sehr gut. Jetzt hat er sich ein bisschen wehgetan, ne? Ja, ein paar bisschen abbekommen, aber das kriegt er wieder weg. Alles gut. So, Dachs wurde zahm. Ja, das ist geschenktes Schlachten. Und Schmerzblockade hier beim Lappen. Jetzt wollte ich doch mal kurz was schauen. Was wir natürlich schon machen könnten, wenn wir ein Stahlabbaulager in der Nähe hätten, ne? Aber haben wir nicht. Wir haben kein Stahlabbaulager, leider. Sonst hätte ich gesagt, komm, lass uns das Stahlabbaulager raiden. Aber ist nicht, ne? Ist nicht drin. Leider. Vorräte für... ja, müssen wir wieder irgendwas herstellen, ne? Nee, machen wir nicht. Ein Holzfällerlager. Hm. Auch schön. Ja, ich glaube, was wir jetzt machen... Nee, wir warten. Wir lassen uns nicht drauf ein. Leute, ne? Wir lassen uns nicht drauf ein. Das Spiel will uns baiten. Wir müssen da einfach jetzt Geduld haben. Wir müssen da jetzt durchhalten. Wie sieht's hier eigentlich mittlerweile aus? Ja, wird rekrutiert, ne? Das ist schön. Wir dürfen auch nicht den Sakar vergessen. Den alten Sack. So, wo ist der gerade? Da. Standard. Big Herren! Jawohl. Hey. Aber ja, es geht voran, ne? Also wir kriegen Rüstungen rein. Die brauchen wir auch dringend, diese Schutzwesten. Es wird was gemacht. Der Prüt macht das. Ganz Prüt. Rückstoßlader haben wir auch durch. Jetzt kommen dann die Geschütztürme. Das wird super. Ich glaube, unser Palmengarten ist eingegangen. Oder ich habe ihn eingehen lassen. Das kann auch sein. Tja. Keine Palmen mehr. Schade. Naja. Hauptsache, Bobby geht's gut. Das ist das Wichtigste. Schade, dass Bobby kein Handwerker ist, ne? Das wäre cool. Dann könnte der jetzt hier so richtig reinklotzen, aber... Naja. Oh! Die Wussit! Ja gut, lass sie angreifen, ne? Wir müssen nur aufpassen, dass wir wieder alle in Sicherheit schicken.
Putzhelfer vor allem, der ist sehr gefährdet. Ja, dann können die ja angreifen, das ist ja... Oh nein, eine Fehlgeburt bei der Boomerlupe. Oh, minus 19 Grad, ist frisch, Leute. Das ist ein kalter Winter. Aber wir kommen voran, das ist das Schöne. Arg. Arg. Den mag ich, der sieht knuffig aus. So, greift euch jetzt mal an. Brav. Ihr Kinderlein kommet, oh kommet doch all. Da gibt's auf die Fresse. Mit riesigem Knall. Ja, oh. Nähert euch, Männer! Gleich nochmal hinterher. Bevor sie sich zu sicher fühlen. So, erledigt. Haha. Haben wir da einen Bergbauer dabei? Nee, der ist schon mal nix. Aber den können wir schon mal hier, Standard, kannst du schon mal entkleiden. Und der Wash? Ja, kann auch nicht Bergbau. Ich glaube, die sind allgemein nicht Bergbau prädestiniert durch die Rasse, ne? Ja, kann auch nix. Brauchen wir auch nicht. Wird von Una sorgsam entkleidet und zum Sterben zurückgelassen. Oh, die Schutzwesten sind fertig. Nice. So. Einfach. So, jetzt kommen die Schutzjacken. Und wenn wir die haben, dann glaube ich, können wir los. Ah nee, dann brauchen wir noch die Helme, ne? Und die Hosen. Ach hey. Ja, trampelt auf ihm herum. Er hat's verdient. Der Drecksack. Lasst ihn erfrieren. Was will das Vieh hier? Jagen. Können wir schon wieder bekehren? Nee, ne? Schade. Na gut. Ich hoffe, dieser Winter ist bald vorbei. Es ist wirklich langsam ein bisschen kritisch, ne? Ja. Also wir brauchen auf jeden Fall, wenn das vorbei ist, brauchen wir sehr, 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 sehr schnell Essen. Und ich befürchte, können wir das einfach so machen? Ja, oder? Ja, das müsste gehen. Also wir holen uns auf jeden Fall, sobald das geht, Reis. Wenn der Winter vorbei ist.
Nur eine Reisernte, ne? Okay, aber das soll es gewesen sein für diese Folge. Dankeschön fürs Zuschauen, hinterlasst ein Like und schreibt einen Kommentar. Das wäre doch gar wunderbar. Und macht's gut. Ciao.